Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mit euch heute solche Babyboots häkeln. Die habe ich schon mal auf Russisch gemacht. Heißen die bestimmt auch Babyschuhe, ne? Oder gehäkelte, gestrickte Babyschuhe oder Babyboots oder sowas. Babysocken würde ich nicht sagen. Socken sehen anders aus. Aber solche, ich sag mal Babyschuhe einfach. So, die werden nicht gehäkelt, die werden gestrickt. Das habe ich schon mal auf Russisch gemacht. Ich habe hier eine andere Farbe noch ins Spiel reingesetzt. Ne? Hier oben, hier diese Rüschen und die Säule. Ich mache das für euch, damit die sich ein bisschen unterscheiden, voll in eine Farbe, in diese Cremefarbe oder in Weiß. Es ist jetzt einfacher für mich zu sagen, jetzt, wenn wir arbeiten, dann weiter. Ne? Ich habe dafür eine Sockenwolle verwendet. Ich habe leider kein Etikett von meiner Wolle, weil ich habe jetzt ganz viele Reste und die möchte ich ganz gerne verwenden. Aber das ist ganz normale Sockenwolle und die nehme ich dreimal. Ich kann nicht mit so einer dünnen Sockenwolle. Ich bewundere Leute, die so eine Geduld haben und mit solchen dünnen Nadeln stricken können, die Socken. Das ist aber nicht meins. Ich nehme das dreimal, ne? Und nehme dafür auch die Nadel Nummer 3. Metallnadel. Ich bevorzuge immer Bambusnadel, weil die rutschen von Maschen nicht ab. Aber ich habe in Stärke Nummer 3 leider nicht zu Hause, deswegen nehme ich aus Metall. So, diese Babyschuhe, ich glaube, die passen für ein Kind so ungefähr ab 3 Monaten bis zu einem Jahr. So ungefähr. Die Größe richtet sich nach der Länge von diesem Oberteil hier. Na, je länger, dass wir stricken, desto länger werden die Babyschuhe. Da muss man aber auch anpassen, dass die Gummi auch passt. Ne? Dass dann die Gummi muss auch ein bisschen breiter sein. Ich nehme. Verdammt nochmal. Diese Fliegen, die lassen mich nicht in Ruhe. Ich hab sie. Ich habe sie fertig gemacht. Aber das ist nicht die. Ich glaube, ich habe jetzt ein paar letzten Videos mit einer Fliege hier aufgenommen. Und komischerweise, ich habe keine Fliegen zu Hause. Aber wenn ich was aufnehme, da kommt immer eine Fliege und die geht mir richtig auf die Nerven. Aber die bewegt sich noch ein bisschen. Okay, gut. Für Babyschuhe brauche ich 32 Maschen für diese Stärke. Damit wir das so ungefähr vergleichen können, ich würde sagen, das ist diese Stärke und zwar 50 Gramm, 150 Meter und Nadel Nummer 3 oder Stricknadel Nummer 3. Dann werden die so aussehen von der Größe. Ich schätze mal, ich messe das aus, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall für Babyschuhe nehme ich immer 32 Maschen, das ist 8 Maschen auf jede Nadel. Und für die Erwachsenen nehme ich 48 Maschen, das sind 12 auf jede Nadel. Ne? Und die Länge richtet sich nach diesem Teil hier, das werde ich euch nachher zeigen. Gut, hier wird nichts angenäht, hier wird alles zusammengestrickt. Das ist richtig leichte Arbeit für diejenigen, die stricken können. Ich habe wirklich seit circa vielleicht 10 Jahren meinen Kindern nur solche Babyschuhe gestrickt. Ich habe fast gar nichts gehäkelt an Babysocken. Ich habe auch keine Socken gestrickt. Ich habe nur solche Babyboots gemacht, weil die halten richtig gut am Fuß, die rutschen nicht ab. Und man kann das auch noch so richtig schön mit. Mein Gott. Leute. Wie heißt das? Mit so einer Schnur befestigen. Mit so einer Schnur befestigen. Ne? Oder binden, damit die nicht abrutschen. Aber es ist wirklich so, die halten richtig gut. Man kann verschiedene Muster hier auswählen. Hier ein schönes Muster kann man nehmen, weil das wird immer hin und her gestrickt. Hier kann man verschiedene Muster nehmen und auch hier. Und die Farben, man kann wirklich aus einer Anleitung sozusagen verschiedene hübsche Babyboots stricken.
Ich kann nicht vorstellen, dass jeder das braucht, aber für ein Geschenk für Neugeborene ist das richtig perfekt, ne? Man häkelt ein Plüschtier und in derselben Farbe noch dazu solche Babyboots und vielleicht auch die Mütze. Das ist ein tolles Geburtstagsgeschenk, wenn ein Baby geboren wird. Das habe ich früher immer gehäkelt oder gestrickt und auch auf Bestellung gemacht. Früher mal richtig lange, ich glaube vor 10 Jahren oder so, keine Ahnung. Da habe ich auch die Plüschtiere gestrickt, nicht gehäkelt. Ich konnte die nicht häkeln, ne? Es gibt auch Anleitung, die man stricken kann. Und dann habe ich vor 8 Jahren dann auch kennengelernt mit meiner Lieblingsnadel. Aber ab und zu mal für die Abwechslung brauche ich auch Stricknadel, weil das entspannt meine Finger. Ich bin der Meinung, dass wenn ich häkle, dann spannen sich die Finger bei mir mehr an, als wenn ich stricke. Ne? Das ist immer unterschiedlich, aber für die Entspannung brauche ich ab und zu, für die Abwechslung. Aber es ist jetzt momentan ganz, ganz selten. Weil wenn ich schon stricke, dann sind das nur die Klamotten und das ist wirklich nur, wenn ich das brauche, für jemanden zum Geschenk, weil ich mache nichts auf Bestellung, gar nichts. Momentan auch keine Zeit dafür, etwas zu experimentieren, ne? Aber ich glaube schon, dass irgendwann mal für die Abwechslung kommt auf im Video auch was Gestricktes von Klamotten oder auch Gehäkeltes. Sowas mag ich auch. So, aber wir fangen an. So, ich finde, die sehen richtig schön aus und richtig akkurat und ich mag die auch. Die gehen ganz schnell und einfach. Wir fangen, ich lasse immer so 20, 30 cm vom Garn zur Seite, nehme dann zwei Nadeln und nehme dann die Maschen auf. Ich mache das so. Ne? Ich werde nicht viel sagen, ich werde nur zeigen. Weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie das heißt. Hin und her und wieder hin her oder keine Ahnung. Okay. Da rein, da rein, ne? So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ich hoffe, das reicht. Sieht nicht danach aus. 18. 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 und noch 2. Doch, es reicht. 1 und die 2. So, dann wird das jetzt alles aufgeteilt auf 4 Nadeln. Man kann das auch dabei stricken. Ich habe aber einen Tipp gekriegt, weil wenn ich jetzt dabei stricken würde und dann die Nadel miteinander verbinde, dann entsteht immer dazwischen, wo wir das verbinden, so ein Loch. Und ich wusste gar nicht, woran das liegt. Und da hat mir eine Abonnentin geschrieben, dass ich erstmal die verteilen soll und dann zusammen verbinden und stricken. Deswegen 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich nehme auf, ich weiß gar nicht, ob ihr das alles ganz gut seht. So ungefähr. Oh, ich muss ein bisschen Kaffee trinken. Das ist spät, ich muss morgen zur Arbeit, aber irgendwie möchte ich anfangen, weil ich kam nie dazu, diese Tagen. So, dann wir. Ich werde hier so einen Knoten nur einmal machen, damit die Masche nicht auseinander geht. So. Dann verbinde ich diese Nadel. Wenn die so aussehen, ich lege die so zusammen. So. Und dann werde ich
Nur rechten Maschen stricken. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eine Reihe sind vier Nadeln. Ja, ich habe hier keinen Marker. Ich orientiere mich nur nach diesem Faden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist die zweite Nadel. Die Hälfte haben wir geschafft. Eins, zwei. Acht. Und die letzte Nadel. Vier, fünf, sechs. Hä? Zwei, vier, sechs, acht. Gut. So, sehr schön. Da sehe ich jetzt, dass ich diesen Fehler nicht habe, so wie auf Russisch bei mir. Ich weiß nicht, habt ihr russischen Video geguckt oder nicht? Ich habe da immer am Anfang so eine hängende Masche. Und weil ich beim Aufteilen die Maschen auf die Nadel, habe ich sofort mitgestrickt und das war ein Fehler. Jetzt sieht man das nicht. Danke für den Tipp. Gut. Wir müssen jetzt drei Reihen rechten Maschen stricken. Ne? Ich möchte immer wieder sagen, häkeln, stricken. Das heißt, wir haben jetzt eine Reihe gemacht und das machen wir noch dreimal. Okay? Rechts, immer nur rechts. So, ich habe jetzt diese Reihen gestrickt und wir machen jetzt Gummi. Wir werden jetzt Gummi stricken. Und zwar zwei rechts und zwei links. Und so bitte 16 Reihen. Ja, das heißt, ja, 16 Reihen. Nicht 16, 18 Reihen. Deswegen habe ich mal nochmal nachgedacht, ob ich richtig sage. 18 Reihen. Ja? Zwei rechts und zwei links. Was ist das denn hier? Eins, zwei und links mache ich so. Man kann so stricken und man kann jetzt wieder zwei rechts, ne? Und man kann so stricken. Ich mache das immer so. Ich weiß nicht warum. Bin so dran gewöhnt. Ja? Und so machen wir 18 Reihen. 2 rechts, 2 links. 2 rechts und 2 links. 4 Nadel, das ist eine Reihe. Das ist nur für diejenigen, die nicht stricken können. Vielleicht wollen die das probieren, ne? Weil ich höre jetzt schon, ich weiß, Lena, ich weiß. Ja, aber ich muss ja ab und zu sowas auch lesen, wie zum Beispiel, ich verstehe nicht, wie das geht. Warum erklären Sie das so schnell? Ich sehe nichts. Ist am besten erstmal immer die Grundlage, ne, vom Stricken und Häkeln wissen und dann mitmachen. So, eine Reihe habe ich gemacht und jetzt zweite Reihe ist genauso. Wieder zwei rechts, zwei links, zwei rechts und zwei links. Und wenn wir so 18 Reihen häkeln, entsteht ein Gummi. Gummi, das hier.
Okay, dann machen wir das bitte. So, ich habe jetzt 18 Reihen gestrickt und so sieht das aus. Und wir müssen jetzt 3 Reihen nur rechte Masche stricken. Unverändert. 3 Reihen. Einfach nur rechts. Okay, und das bitte 3 Reihen. So, 3 Reihen gestrickt und jetzt machen wir Löcher für diese Schnur. Wir stricken erstmal 1, 2, dann machen wir einen Umschlag und dann stricke ich 2 Maschen zusammen. Und dann nochmal 1, 2, Umschlag und 2 Maschen zusammen. Dann die nächste Nadel genauso. 1, 2, Umschlag, 2 Maschen zusammen. Wir haben noch 2 Nadeln. So, so sieht das aus. Und jetzt müssen wir 3 Reihen unverändert rechts stricken. Da, wo wir Umschlag gemacht haben, das wird auch rechts gestrickt. 1, 2. Und diese Masche, wir können von dieser Seite stricken, wir können auch von hinten stricken. Wenn wir das aber von hinten machen, na, ich meine jetzt an Hinterwand. Nicht. So, bitte nur von vorne, nichts von hinten hier, ne? Sonst haben wir dann nachher diesen Loch für die Schnur nicht. Okay, Leute, oh mein Gott, Lena. So, nur von vorne, nichts hier von hinten. Seht ihr, dann entsteht so ein Loch. Ich weiß gar nicht, was ihr für Gedanken habt. Ich habe aber nicht daran gedacht. Und so machen wir bitte die ganze Reihe. Von vorne, zack. So, ich zeige euch jetzt bis zum Schluss. Und die letzte Nadel. Und dann bleiben noch 2 Reihen. Ne? Das macht ihr dann selbstständig. Einfach nur rechts stricken. So sieht das danach aus. So, und wir stricken noch 2 Reihen unverändert rechts. So, ich habe das jetzt alles gemacht. Und wir fangen jetzt hier dies Teil zu stricken, dies hier. Ja, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das ist die Säule, das sind die Seiten. Seiten. Seiten, Seiten. Oder wie heißen die? Na, keine Ahnung. Das ist hier. Wie heißt das auf Deutsch? Fußsäule. Nein, Fußsäule, das ist die Fußsäule. Ich weiß es nicht. So, wir
bitte mir gründlich, ordentlich aufschreiben im Kommentar, wie was hier heißt. Ja, ich weiß, dass es ein Fuß ist. Und wir stricken jetzt das hier, hier Oberteil. Ober. So, mein Gehirn kocht. Ich will nichts sagen jetzt. Wir stricken jetzt. Und das war's, Leute. So, und zwar 16 Reihen nur rechts. Hin und her, hin und her. Und das so, dass wir hier 8 solche Streifen haben. Okay? Wir nehmen einfach nur eine Nadel, die nächste Nadel. Und los geht's. Die erste Reihe, 8 Maschen. Wir drehen die Arbeit. Die nächste Reihe, 8 Maschen. Das ist jetzt die zweite Reihe, ne? Und wir müssen 16 Reihen. Immer rechts von beiden Seiten. Auch auf der linken Seite nichts links hier. Nur rechts. Und auch die erste wird abgenommen und die letzte wird immer trotzdem rechts gestrickt. Normalerweise, man strickt sie immer links, die letzte, ne? Aber ich mache immer rechts und dann immer richtig abheben, damit hier so ein Zopf an der Seite entsteht. Oder vielleicht ist es doch, man kann auch links stricken, dann hebt ihr das anders ab, damit es wirklich an der Seite ein Zopf entsteht. Hübscher Rand, ne? Das ist sehr wichtig. So, drehen. Und weiter. Ich weiß nicht, welche Reihe das jetzt ist. Vierte. Vierte Reihe, aber ich gucke nachher nach diesen Streifen. Drehen und weiter. Je länger wir das stricken, desto länger wird auch dieser Schuh sein. Ja, und so stricken wir weiter, bis wir solche 8 Streifen haben. So, schaut mal, ich habe jetzt 8 solche Streifen, 2, 4, 6, 8 und wir stricken weiter, ne? Wir stricken erstmal diese, jetzt nur rechts stricken und zwar 3 Reihen. 3 Reihen bedeutet, Anfang der Reihe haben wir hier und dann häkeln wir hier so rum bis dahin, das ist eine Reihe. Wir häkeln, stricken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt nehmen wir die Nadel und dann nehmen wir diese Maschen auf. Soweit ich weiß, das sollten ungefähr 9 Maschen sein. Wir gucken gleich, ich weiß jetzt nicht. So, wir gehen mit der ersten Masche hier rein. Und dann nehmen wir die auf. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau, und die 9. 8 und hier mache ich die 9. Und dann stricke ich weiter die Maschen, die auf diese Nadel jetzt 8 Stück sind. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 und 9 sind 17. Weiter. Hier sind 8. Dann sind wir 8. Dann sind wir auf diese Seite und hier stricken wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt nehmen wir auf. Wir haben das hier erstmal in die Mitte haben wir hier aufgenommen. 1 und dann noch 8. 1 war das, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
hinschieben. Und zwar, eine geht da rein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hier und da, stimmt. Wir fangen hier an, zwischen, dann kommt hier die zweite, die dritte, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. So, ihr setzt euch einen Marker oder ihr weißt Bescheid, dass hier vorne rechts Anfang der Reihe. Eine Reihe haben wir schon gemacht, eine Reihe. Und so müssen wir noch zwei Reihen stricken, immer nur rechts. Wir stricken jetzt zwei Reihen nur rechts. Na, insgesamt sind das drei. Dann stricken wir drei Reihen nur links. Dann wieder drei Reihen rechts und drei Reihen links. Okay? So, wie man links häkelt, zeige ich euch gleich. So, wir machen jetzt, wir haben jetzt aufgenommen und dann drei Reihen, ne? Drei Reihen haben wir rechts, dann drei Reihen, das ist links, dann wieder drei Reihen rechts und drei Reihen links. So, wir fangen rechts an oder das, was wir jetzt eben schon gemacht haben. Die erste Masche geht schwer, dann gehe ich an hinter, einfach nur vor der Wand oder man kann auch an Hinterwand stricken, wie ihr wollt. Es ändert sich nichts, sondern nur der Muster liegt sich ein bisschen anders. Ne? Meine Maschen gucken in diese Richtung. Wenn man an Hinterwand häkelt, dann gucken die in diese Richtung. Das könnt ihr euch selber entscheiden. Das heißt, wir werden jetzt noch zusätzlich zwei Reihen einfach nur rechts stricken. So. Das ist nur rechts. Und das zwei Reihen noch. Wenn es zu schnell ist, es gibt eine Funktion am Video langsam stellen. So, und das machen wir auch hier noch rechts und hier. Ich zeige euch jetzt aber hier, wie man links häkelt. Ne? Links mache ich so und so. Und wenn wir drei Reihen links häkeln müssen, dann stricken wir nur links drei Reihen. Ne? Dann sieht es so aus. Okay, das wollte ich euch nur zeigen, weil ich möchte das jetzt zu Ende stricken und dann gehe ich ins Bett, morgen zur Arbeit und morgen mache ich das zu Ende. Okay, ich wiederhole gleich nochmal alles, damit ihr nicht zurückspulen müsst. So, wir stricken. Das ist jetzt nicht so einfach für mich, Leute, sich umzustellen, ne? Vom Häkeln nach Stricken. Ich habe nur gehäkelt. Ja. Wir stricken jetzt diese Reihe zu Ende. Noch diese Nadel und die. Und dann noch eine Reihe, nur rechts. Und dann drei Reihen links. Dann wieder drei Reihen rechts und drei Reihen links. Und dann haben wir diese seitlichen Seiten gestrickt. Und das Einzige, was bleibt, nur die Säule. Ja, und das werde ich euch dann morgen zeigen. Gut, dann ich wünsche euch allen gute Nacht, wenn ihr alle auch so weit seid wie ich. Und bis morgen. Tschüssi. Hallo alle zusammen. Wir stricken weiter. Ich habe gestern diese ganzen Reihen gestrickt, die ich gesagt habe, ne? Die wir stricken sollten. Und wir werden jetzt die Säule stricken. Da werden nur Abnahmen gemacht. Das heißt, hier wird nicht zusammengenäht. Wir nehmen jetzt einfach nur ab. Dabei werden wir nur die rechten Maschen stricken. So wie hier oben. Ja, immer rechts. So, so fängt das an. Und zwar, erstmal stricken wir 7 Maschen. 3, 4, 5, 6, 7. Die letzte Masche, die schmeiße ich auf diese Nadel drauf. Und dann stricke ich die beiden Maschen an Hinterwand zusammen. So, dann drehe ich die Arbeit
Und dann stricke ich weiter. Das ist wirklich jetzt eine Umstellung von Stricken oder vom Häkeln auf Stricken, ne? So, jetzt muss man hier drauf achten, wie man diese erste Masche abnimmt. Hauptsache, dass hier so ein Zopf entsteht, ne? Das heißt, ich habe diesen Garn vor mir jetzt liegen, dann nehme ich die Masche so ab. Und dann stricke ich weiter rechts, bis ich die letzte Masche auf der Nadel habe. Ne? Diese letzte, die schmeiße ich auf diese Nadel drauf und dann stricke ich die links zusammen mit der nächsten Masche, die auf diese Nadel ist. Ja? Aber links, weil wir hier auf der linken Seite sind. So, dann drehe ich wieder die Arbeit. Und dann stricke ich weiter. Hauptsache, richtig hier die Masche abnehmen, damit hier so ein Zopf entsteht, ja? Und dann stricke ich weiter, bis ich die letzte Masche auf dieser Nadel habe, die achte, ne? Die wie davor auf diese Nadel legen und dann an Hinterwand mit der nächsten Masche zusammenstricken. Zack. Entsteht so ein richtig hübscher Zopf. Die Arbeit drehen und wieder rechts stricken. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, einmal links, einmal rechts stricken. Dann habt ihr hier an der Säule so ein Muster. Ja, aber um erstmal einfach diese Babyschuhe stricken zu können, wir nehmen immer die einfachste Variante. Und das wäre einfach nur rechts stricken. Und wenn ihr das richtig gut könnt, dann könnt ihr verschiedene Muster hier anbringen. Na, dann diese letzte Masche, die geht auf diese Nadel. Und dann stricken wir links. Zack. Wir drehen die Arbeit. Ich hoffe, ich kann das euch richtig gut hier zeigen. Dann nehme ich diese Masche ab. Hier entsteht so richtig hübscher Zopf, so wie hier. Na, das ist sehr wichtig, wie man die Maschen richtig abnimmt, damit so ein Zopf entsteht. Dann stricke ich wieder weiter, bis ich die letzte Masche habe, die dann wieder auf die andere Nadel rüber geht. Und dann stricke ich rechts, aber nur an Hinterwand. Man kann auch an Vorderwand stricken, dann legt sich dieser Zopf andersrum, so nicht vielleicht in diese Richtung, sondern in diese. Das ist jedem überlassen, ne? Das ist schon Gewohnheitssache, wie ihr dann halt die Maschen strickt. So, dann nehme ich diese Masche ab. Immer darauf achten, dass diese Nadel noch dran bleiben, ne? Bei mir gehen die ganz schnell runter vom Maschen. So, dann diese Masche auf diese Nadel und links zusammen mit der anderen stricken. Arbeit drehen. Abnehmen. Oder abheben oder abnehmen. Abnehmen, das Zusammenstricken. Abheben, ne? Abnehmen. Aber auch abnehmen. Kann man auch abnehmen sagen, ne? Abnehmen. Ich nehme die ab. Nein. Snimaju. Alter, Lena. Was habe ich jetzt mit der Sprache? Ich weiß es nicht, Leute. Ich sitze ja nicht zu Hause in Mutterschutz, denke ich, mit den Kindern. Ich arbeite. Bei mir zum Abend ist es wirklich so, dass ich Blackout, heißt das, in meinem Kopf. Aber es ist egal. Hauptsache, ihr seht, was ich mache. Und die, die stricken oder häkeln können, die müssen auch nichts hören. Die müssen einfach nur auf meine Finger gucken und Maschenzahl im Kopf haben. Rest ist es, geht wie geschmiert. So, abnehmen. Aber dieses Wort dreht sich im Kopf, ne? Abnehmen, das heißt, ich checke gleich was. Ich stricke zwei Maschen zusammen. Ich nehme ab. Abheben.
Ja, abheben. Ich hebe gleich ab. Gott. Das ist genau wie russische Sprache. Ein Wort hat circa fünf Bedeutungen. Ne? Kommt drauf an, wie du das aussprichst, mit welchem Ton. Ne? Das ist echt ein Ding. Naja, ich habe die Hauptsache verstanden, ne? Was ich euch sagen wollte oder wie wir diese Säule stricken müssen. Ich glaube, das habt ihr verstanden. Ich habe das auch richtig schön langsam gezeigt. Extra für euch. So, dann immer nur rechts und immer an eine Seite zwei Maschen zusammenstricken. Zack. Und das war's. So, Leute, schaut mal. Das wiederholt sich immer wieder, bis wir keine Maschen hier haben. Wenn wir keine Maschen hier haben, dann haben wir einfach nur zwei Nadel. Die sitzen dann so, diese zwei Nadel. Und dann zeige ich euch, wie man dann zumacht. Ja? Das heißt, wir nehmen jetzt diese ganzen Maschen ab und dabei entsteht die Säule. Richtig hübsche Säule. Ich finde das richtig hübsch. Aber komisch, ne? Seht ihr das? Dieser Zopf guckt nach rechts und diese liegt gerade. Da ist auch ein Fehler. Ehrlich gesagt muss dieser Zopf auch nach da gucken. Und da muss ich experimentieren. Vielleicht muss ich die Maschen hier anders abheben oder hier anders zusammenstricken. Keine Ahnung. Aber mich stört das nicht. Mir gefällt das so, wie das ist. Das ist sehr akkurat und hübsch. So, dann nehmen wir das hier bis zum Schluss ab. Ich mache das jetzt auch. Und dann, wenn wir keine Maschen mehr haben, zeige ich euch, wie man das hier zumacht. Ja? So, schaut mal. Ich habe jetzt diese ganzen Maschen abgenommen. Das sieht so schön bei mir aus, finde ich. Ich weiß nicht warum, aber die Mustern vom Stricken finde ich viel hübscher, als wenn man das häkelt. Keine Ahnung. Ich meine jetzt nur Klamotten, ja? Obwohl, es gibt ja auch ganz viele hübsche Klamotten, die gehäkelt sind, aber nach meinem Geschmack, ich finde das so richtig klassisch, sieht das, wenn man das strickt. Geschmackssache, ne? Gut, jetzt werden wir diese Ferse zumachen. Dafür werde ich diese Masche jetzt auf diese Nadel rüberschmeißen und dann werde ich jetzt drei Maschen zusammenstricken. Diese, diese und diese. Drei. Nicht zu festziehen. So die Masche so ein bisschen die locker ziehen, ja? Dann schmeiße ich diese Masche wieder zurück. Und dann werde ich drei Maschen zusammenstricken auf diese Nadel. Dann diese Masche wieder auf diese Nadel. Und drei Maschen zusammenstricken. Warum drei? Ich habe davor zwei gemacht und habe ich festgestellt, dass diese Linie nachher, die ist viel breiter. Ich weiß nicht warum, die wird viel breiter als diese hier. Das sieht komisch aus. Dann habe ich versucht, drei Maschen zusammenzustricken. Und das ist super. Das werdet ihr nachher sehen. Ihr könnt ausprobieren. Ihr könnt je zwei Maschen zusammenstricken. Und dann seht ihr das, dass es komisch aussieht. Drei Maschen zusammenstricken. Dann, das ist ungewöhnlich, mit den Nadeln zu arbeiten, ne? Weil da sind viel zu viele hier. Aber wenn man jahrelang auch gestrickt hat, es geht, ganz ehrlich. Man muss sich einfach nur so ein bisschen dran gewöhnen. So, dann habe ich hier drei, keine Ahnung warum. Und dann schmeiße ich die hier rüber. Und dann stricke ich die noch zusammen. So, wo habe ich meine Schere? Habe ich nicht.
So, und dann werde ich mit der Nadel hier noch einmal Kettmasche machen. Dann werde ich hier reingehen. Irgendwo da. Und nach innen ziehen. Und dort einen Knoten machen. Ja, eigentlich man kann das nachher in Ruhe selber alles machen, ne? Aber weil dafür brauche ich auch Zeit. Das ist nicht so. So, wo bist du denn? Da. Kannst in die Nähe möchte ich haben. So. Und dann muss man das hier festbinden. Ich mache einen kleinen Knoten erstmal. Und dann, wenn es fest ist, dann abschneiden. Ja, das könnt ihr dann selber machen. Das werde ich nachher alles machen, wenn die fertig sind. So sieht dann die Ferse aus. Ich finde, die sieht akkurat aus. Hätten wir hier zwei Maschen zusammen gestrickt, wäre es viel länger. Und so sieht es gut aus. Gut, was bleibt noch? Diese Schnur, das sind Luftmaschen. Ja, das sind Luftmaschen und ich habe 90 Luftmaschen. Und für mich ist das perfekt zum Binden. 90, einfach nur 90 Luftmaschen in drei drei gerne. Ich habe Nadel Nummer 4 genommen. Ich zeige nur. Einfach nur solche 90 Luftmaschen. So, so in diese Art, ja? Und dann wird das einfach nur zack, 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 da eingeführt und zusammengebunden. Okay? Gut, was bleibt noch? Es bleibt noch das hier. Dafür habe ich nur zwei Knäule genommen, nicht drei, zwei. Na, in zwei. Zwei gerne genommen. Dann fange ich. Das muss man nachher auch alles abschneiden. Es stört jetzt momentan, aber ich verstecke das alles. Alle Knoten richtig schön nachher zusammen. Binden und abschneiden. Das häkle ich jetzt einmal mit und dann schneide ich das ab. So, ich nehme meine Socke so, ne? Und dann fange ich hinten an, damit wir die Mustern hinten verbinden und nicht vorne, damit es vorne richtig schön aussieht. Und dann machen wir einfach nur solche Rüschen. Ich habe erstmal eins und zwei Luftmaschen gemacht. Dann diesen Garn auf die Arbeit legen mit Hecke. Dann gehe ich da rein, in derselbe Masche hier rein und dann häkele ich vier Stäbchen. Dieses hier als fünfte. Sie gilt als fünfte, diese zwei Luftmaschen. Eins, zwei, drei und die vier. Dann häkele ich zwei Festmaschen. Eins, zwei. Dann mache ich wieder in die nächste Masche, ne, irgendwo hier in die nächste, fünf Stäbchen.
Eins, zwei, drei, vier und die fünf. So, dann häkele ich zwei Festmaschen. Eins und die zwei. Und dann wieder. Und so wiederholen wir bis Ende der Reihe. Die Maschen kann man hier nicht so gut sehen, ne? Wo wir die Nadel reinstecken müssen. Ich mache das einfach nur so. Vom Gefühl her. Drei. Vier. Und fünf. Wir haben hier keinen richtigen Zopf, dass wir sehen können. Ich sehe einfach nur die nächste Masche hier und dann stecke ich das da rein. Zack. Eine Festmasche und die zweite. Und das wiederholen wir. Wir gehen dann in die nächste Masche und wieder so. Fünf Stäbchen. Und zwei Festmaschen. Dann in die nächste Masche. Schon wieder diese Fliege, Mann. Und so weiter. Und so sieht das aus danach, wenn es fertig ist. Ja? Und so machen wir dann zu Ende. Falls, wenn jemand so haben möchte. Wenn nicht, ihr könnt ganz normal mit Gummi anfangen und das war's. Aber für Mädchen, ich finde das gar nicht mal so verkehrt, finde ich. Für Jungs muss nicht unbedingt sein. Na, obwohl für Baby-Jungs auch nie schlecht. Im Blau. Ja, die Jungs sind momentan sowieso, die ticken ein bisschen anders jetzt. In unseren letzten Jahren, so wie ich das merke. Deswegen, die können ruschen gerne ab. So Leute, wir machen das hier zusammen. Oder alleine macht ihr das zu Ende, meinte ich. Und dann häkeln wir noch diese Schnur. Und dann zeige ich euch, was daraus geworden ist. Ja, und dann stelle ich noch für euch das raus. Gut, dann machen wir das. So, meine Lieben, die Babyschuhe sind fertig. Ich finde, die sind richtig niedlich geworden. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Stricken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja? Solche Blümchen. So, tschüss.